Allgemeiner Notruf. MSV Hugo Gernsback. Registrierungsnummer BW-1003. Die Scanner haben etwas gefunden. Kopfschüsse können Max töten, führen manchmal aber dazu, dass sie explodieren. Also Abstand halten! Hallo und dazu kommt zurück zu Mass Effect 2. Die Tipps, die reichen sich mit denen, die COD früher immer so hatte, einfach auf die Hand. Ja, aber das Bedürfnis wird Tali mitnehmen. Ich nehme Tali mit. 2 Stufenaufstieg. Was haben wir da? Werfen will ich heute haben. Explosive Drohne. Egal. Bewaffnung, was hat Tali da eigentlich? Sie müssen eigentlich automatisch das Beste drin haben. Plasmaschrotflinte, der Gev. Und das Ding. Ja, beste Bewaffnung. Fast. Er ist stark, aber man muss damit immer treffen. Das ist das. Größtenteils noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben. Aber es ist Jahre her. Haben wir mir den Schuss gerade eingebildet, oder? Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Ich habe gerade definitiv einen Schuss gehört. Was haben wir das hier? Vielleicht ein Stein. Es könnte ein Stein sein. Wiederhole. Giftalarm. Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Kürze sieht. Das muss aufhören. Ich werde mit den anderen reden. Alles klar. Was war denn das hier eigentlich für eine Art Schiff? Sie sind nicht unbedingt nur irgendein noch ein Schlachtschiff oder so was aus. Ja, danke. Den hier wollte ich. Irgendwas mit grün. Hier ist nichts mit grün. Doch, das ist grün, aber das brauche ich nicht. Das ist grün. Zack. Weg damit. Alter. Absturz ist ein ordnungsgemäßer Ablauf, nicht zu erwarten. Das ist kein militärisches Schiff. Also nicht. So viel dazu, ist ein Zivilschiff. Hallo, jetzt tu doch. Wie hieß sie doch gleich? Sarah? Suzanne? Mein Gott, ich kann mich nicht erinnern. Nicht mal an ihr Gesicht. Wir müssen hier weg, damit ich mich erinnern kann. Wieder klar denken kann. Sie müssen sich beeilen. Alter! Warum blinkt die 6 zu meinen Medkits? Wiederhole. Giftalarm. Es so wie es aussieht, steht der Sender hier schon eine Weile. Warum sollte jemand Jahre warten, um ein Signal zu senden? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Das stimmt nicht. Mein Vater war erst Offizier. Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme? Unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung. Das ist auch mal eine schöne Beschreibung für einen Absturz. Unsicheres Abbremsen. Neuraler Verfall. Ja, da brauchen wir keine Erklärung für. Das ist. Mein Vater hatte einen funktionierenden Sender und hat fast 9 Jahre kein Signal abgeschickt.
Vielleicht ist der neurale Verfall der Grund dafür. Nach 10 Jahren muss er das wohl sein. Oder wollte einfach nicht, dass sie gefunden werden. Aus welchen Gründen auch immer. Es tut jetzt nicht so, als wüsste ich was, aber ich weiß was. Herrgott nochmal! Jedes Mal, wenn die Waffen wechseln will, dann schmeiß ich die Scheiße. Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert. Aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger, sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Bist du auf Droge? Wer sind Sie? Was war Ihr Rang auf der Gernsbeck? Ich kann nicht denken. Der Anführer denkt für uns und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung kommt. Vorsicht! Jäger, Sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen, Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Wir kriegen Ärger! Guter Schuss! Und das ist ein... Was ist sonst noch so neu? Dass die Typen keine Ahnung haben, wie man kämpft, auf jeden Fall ist neu. Jeder Mech kann mehr kämpfen als Idee. Ja, ich kotze gleich. Die Alte hier blockt einfach eiskalt meinen Weg. Das war direkt ins Herz. Wo er da drüben? Huhu! Oh, der ist durch die Welt gebackt. Der Junge hat Spaß. Mein Vater würde so etwas. Das ist ziemlich das Gleiche. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Ich habe ja immer noch diese Tempest. Na gut, gegen Schild ist das Ding Hammer. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Die Gruppe am Strand, 5 Meter entfernt. Ich würde hier auf gar nichts hoffen. Diese Leute wirken sehr ruhig, aber sie gehören zur selben Gruppe wie die, die uns angegriffen haben. Ja. Yeah. Somit haben die alle amtlich an einer Zwiebel. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf. Und nur die Männer werden gewalttätig. Durchaus möglich. Aber die Frau am Strand sagte, die Verstoßenen seien als Jäger zurückgekommen. Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht. Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts. Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Mit Worten kann sie wirklich umgehen. Sie haben sie gehört. Ich habe sein Gesicht. Mein Vater hat die Kuh. Sehen Sie sich diese Vorräte von verdorbenen Lebensmitteln an. Sie haben seit ewigen Zeiten nur das giftige Zeug von hier gegessen. Das ist doch wohl offensichtlich genug. Die Frage ist, wenn die das Zeug hier hatten, warum haben sie es nicht gegessen? Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ich will nicht. Er hat ein grausames Gesicht. Gehen Sie weg. Sie sind genau wie er. Sie werden uns hier festhalten. Freundlich, die Leute. Uns. Beschützt uns. Er ist böse. Er hat ein böses Gesicht, genau wie der andere. Die Jäger werden sie umbringen. Sie kämpfen, weil er sie verstoßen hat und weil er zu lange gewartet hat. Ja, mit dem Notsignal. Da haben wir es nämlich. Hölle. Jemand muss sie dazu gebracht haben, das zu machen. Das grenzt an Verehrung. Ja, ja. Mehr abstrakte Kunst. Kennt ihr doch die Dinger? Das ist ein Schildgenerator. Alter, ihr Jungs, Mann! Ich hab sie! Wuhu!
Ach, Schnauze. Er erschießt seine eigene Crew, um die Kontrolle zu behalten? Das ist ja schrecklich. Er muss Gründe dafür gehabt haben. Vielleicht hat er sich nur verteidigt. Ja. Nimm deinen Vater so lange in Schutz, wie du willst. Aber früher oder später haben wir die Wahrheit hier. Ich hoffe, er kann es akzeptieren. Ich weiß, dass er es kann. Bitte, hierher. Sie könnten es beenden. Ja. Ich bin so ziemlich der Einzige, der hier irgendwas machen kann. Die sind alle so komplett scheiße, die können gar nichts. Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Der Sender war nach etwa einem Jahr repariert, also hat der Plan offensichtlich funktioniert. Warum kein Signal? Das waren nicht die letzten Einträge in dieser Liste. Es folgen weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Es sieht so aus, als habe er den Sender nur deshalb aktiviert, weil die Männer zurückkamen und bereit zum Kampf waren. Er hat das alles zugelassen. Und jetzt fällt es auf ihn zurück. 9 Jahre. Warum hat er es nicht rückgängig gemacht? Ich muss diesen Mann finden. Das ist ein dreckiger Hurensohn, ist deswegen. Das ist ganz einfach. Da will ich ja keine Gründe mehr hören. Da gibt's einfach nur noch eine gepflegte Kugel zwischen die Augen und dann haben wir das. Keine Schilde. Ja, und die Baden, die rühren sich nicht mal. Hoppla. Natürlich. Ist es wirklich? Verdammt. Gerade erst freigekommen. Er will seinen Arsch retten. Oh ja. Die alten Leichen wurden wohl zur Warnung aufgestellt. Die neueren wurden einfach liegen gelassen, wo sie gefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Es braucht sehr viel Munition. Guter Treffer. Sie beschäftigt halten, sie ablenken, aber es wird immer gefährlicher. Zum Glück sind sie jetzt hier.
Alter. Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. Wie schockant. Zack. Echt? Ist es so? Gute alte KI. Oder gute alte Visier. Da müsste noch einer sein, oder? Ruhe, bin gerade beschäftigt. So, wo ist der andere? Da drüben. Oben. Oben. Komm raus da. Dankeschön. Hier ist noch irgendwo einer, oder? Ah, hier. Zu spät. Schluss jetzt mit den Spielereien. Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Rechtfertigen. Da kann man gar nichts mehr rechtfertigen. Da ist noch Element Zero. Da ist noch mal Muni. Nimm Ed. Und dann halt so. Und da ist irgendwo ein PDA. Da ist es. Mit Geld. Ach, da ist er ja. Ja, gucken. Das wäre zu einfach. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain. Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ah, wer sind Sie überhaupt? Das ist ohne Belang. Sie leiten hier ein höchst fragwürdiges Unternehmen, Captain. Ich verlange eine Erklärung. Natürlich. Nach dem Absturz herrschte Chaos und die Crew hat mich nie als neuen Captain akzeptiert. Sie hat gemeutert und uns hier festgesetzt. Sobald sie anfingen, die giftigen Sachen zu essen, hatte ich gar keine Kontrolle mehr. Ich konnte nicht zu dem Signal. Aufhören. Wir wissen, was Sie Ihrer Crew angetan haben. Warum haben Sie das 10 Jahre lang laufen lassen? Wer zum Teufel sind Sie? Taylor. Lieutenant Jacob Taylor. Jacob? Mein Jacob? Haben Sie jemand anders erwartet, Captain? Ich hatte gehofft, ihm all das nicht erklären zu müssen. Eigentlich wollte ich es niemandem erklären. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Wie auch immer, Captain, aber an irgendeinem Punkt haben Sie beschlossen, das hier Ihrer Mannschaft anzutun. Sie ganz allein. An welchem Punkt war das? Ich will wissen, ob es sowas wie einen richtigen Grund gab. Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt.
Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Es wäre mit Sicherheit ein Wahnsinnsurlaub, aber ich werde sie nach all der Zeit nicht einfach so davonkommen lassen. Verdammt richtig. Für die Vorkommnisse hier sollte ich seinen Schädel belüften. Aber es ist nicht mal wert, dass man den Finger am Abzug rummacht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Ich bin sicher, die Munition können wir entbehren. Ja, Sie haben recht. Aber ich werde trotzdem nicht schießen. Mein Vater hat seine Fehler zugegeben. Er war ein völlig anderer Mann. Ein guter Mann. Nur halb voll? Sie haben diese Wahnsinnigen gesehen. Damit kann ich sie nicht aufhalten. Für die ist sie auch nicht gedacht, Dad. So viel zu dem Thema. Das lässt mich immer noch genauso sprachlos wie beim ersten Mal durchspielen. Allianzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Überlebende abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, können wir längst weg sein. Wenn die auch nur einen Blick auf uns erhaschen, gibt's für sie nur noch koffeinfrei. Na toll, und serviert wird er vermutlich in der Luftschleuse. Das brutale Weibfeuer gut kommen, aber nee. Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Ach ja, denn angesichts des Resultats könnte man durchaus vermuten, dass Sie daran beteiligt sind. Sie wissen sehr wenig über mich, Shepard. Gehen Sie nicht davon aus, meine Absichten zu verstehen. Cerberus geht es letztlich um die Menschheit. Mein Volk ist für mich sehr wichtig. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Wollten Sie ihm einen Gefallen tun oder ging es nur darum zu sehen, wie er sich windet? Was er daraus gemacht hat, war ganz allein seine Entscheidung. Es gab mal eine Zeit, als das für Sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter 4 Augen. Shepard? Jacob? Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylors Körper hat einiges nachzuholen, aber der Mann ist längst tot. Ich habe das bereits verarbeitet. Vermutlich war er als Vater gut genug. Denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob.
Ja. Alter, sein Vater ist echt ein dreckiges Arschloch. Das ist, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne, egal. Wenn wollt, danke fürs Zuschauen. Von dem, wo ihr jetzt gerade im Kopf habt, vermutlich ist nächstes Mal Don Jack dran. Da weiß ich auch nur noch die Hälfte. Auf jeden Fall, das nächste Mal machen wir Don Jack. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wo wir Jack machen. Tschüss.